Und weiter geht's in diesem wunderschönen Level. Ich freue mich ja so. Ich freue mich ja so. Da ich gerade mal üb Na, es hätte ja klappen können. Da ich ja gerade mal Übung habe, mache ich dann noch direkt weiter. So. Mein A-Plus wird es nicht werden, weil dafür werde ich wahrscheinlich einfach hier am Anfang zu viel Zeit verlödeln. Oder am Ende. Natürlich muss ich da schon direkt rein, damit ich die Zeit überhaupt schaffen kann. Auch wenn ich jetzt, weil ich hier jetzt noch warte und. Es ist nicht wahr! Nein, ich werde mich nicht aufregen. So. Sogar A plus? Sogar A plus? Ja! 19 darf ich haben. Und wenn ich jetzt 19,50 habe, ist mir das schon scheißegal. Fünfte 57. Na, Halleluja. Ich weiß zwar nicht, warum Julia eine Halle braucht, aber Halleluja. So, zum nächsten Level. Ja, das ist das nur umgekehrt. Oben kann ich nicht rum, ne? Ach, ne. War eine schöne Idee. Okay, aber das war ja auch in einem anderen Fall machbar. Aber da ging oben kein Sägeblatt lang. Da ist auch noch ein Sägeblatt. Na, lustig. Lustig, lustig, tralalala. Ich stelle die These auf, Super Meat Boy Dark World wurde eindeutig als Folter entwickelt. Das wird wahrscheinlich in Guantanamo benutzt, ja? Und zwar, damit Leute Essen kriegen. Wer ein Level schafft, kriegt ein bisschen was zu essen. Anders kann ich mir das einfach nicht mehr vorstellen. Na, fast. Kann ich mir das langsam nicht mehr vorstellen, wie man auf solche bescheuerten Ideen kommt. Es gibt da so einen schönen Film, nennt sich Pixels. Ich glaube, wenn das ein Pixels-Level wäre, oder wenn in Pixels das quasi als einer der Kämpfe genommen worden wäre. Die Menschheit hätte sowas von verloren. Ich habe gesehen, davon, dass es keinen Gegner gibt, aber. Ich bin mir sicher, nicht mal die Entwickler würden das hinkriegen.
Natürlich. Hat mir auch Kopfhaare rasiert wahrscheinlich. Ich sagte ja, ich mag schwer. Aber das ist ja nicht mehr. Ich habe nach rechts gedrückt. Schön, wie man Controller-Tabelle jetzt auch schon nach rechts nicht mehr reagiert. Wir fügen also dem Hardmode noch einen weiteren Hardmode hinzu. Nie wieder Funkcontroller. Ach doch, ja. Bei der PlayStation 4 soll er ja ganz gut sein. Oh. Nein, aber wenn wir von Außerirdischen angegriffen worden wären, ja, die mit diesem Spiel ankommen, die Light World kriegen wir noch hin, aber die Dark World, nee. Meine, abgesehen davon, dass es ja in dem Sinne eigentlich keine Gegner gibt, weil man muss ja bei Pixels, was ja so, dass sie alle Spiele genommen haben, aus so von 82 circa, wo es ja Gegner zu besiegen gab, Asteroids zum Beispiel mit den Asteroiden oder Gallagher, ja. Sag mal, eben habe ich es doch hingekriegt. Ich weiß, ich wiederhole mich. Das ist wie so ein Bosskampf bei WoW. Einfach nur einstudieren. Nur, dass man hier mit Gier nicht ausgieren kann. Wir haben das eben hingekriegt. So. Bin schon mal rum. Muss ich irgendwie hinkriegen, dass ich da auf die andere Seite wieder komme? Muss dann vielleicht. Ah, ich habe nicht. Ich würde zwar wahrscheinlich grandios daneben gehen, aber. Man wird grandios daneben gehen. Genau. Nicht. Ich frag gar nicht erst. Ich frag gar nicht erst, was sich mein krankes Hirn gedacht hat, als es jetzt zum Sprungbefehl angesetzt hat. Komm nicht über diese Ecke raus. Ja. Es muss machbar sein. Ich weiß, dass es machbar ist. Es ist Training für das wahre Leben. Wenn du Probleme hast, spiel Super Meat Boy. Sieht die Perspektive auch noch so schlecht aus? Spiel Super Meat Boy, du weißt, es kann nur besser werden. Oh Mann! Na, wenigstens kann ich gleich mal mein Upload-Tool probieren. Also, das Upload-Tool, mein Videoschnitt-Tool, was auch direkt uploaden kann. Beim letzten Mal hat es nicht funktioniert. Das lag aber daran, dass plötzlich das Internet weg war. Denkt sich so, ah, aber. Ah, ich bin drüben. Ja, ich war drüben! Ich darf doch nicht mal auf diesem Vorsprung stehen. Hallo? Ich darf doch nicht mal auf diesen Vorsprung stehen. Na komm, mach mich tot.
so nicht. Könnte mal bitte jemand den Gleitmodus abschalten? Entweder ist man zu schnell oder man ist zu langsam. Richtig gibt's nicht, ne? Ja. Kennt ihr das, wenn man kurz vorm, also das Film, wenn man kurz vorm Sterben ist, wie dann quasi alles aber ganz langsam passiert, ja? Ich habe es auch eben so gehabt. Ich habe die Segel auf mich zukommen sehen und es wirkte so richtig schön langsam. Nach dem Motto, ich weiß, ich werde jetzt sterben. Oh Mann. Aber mich würde mal interessieren, warum ich jetzt irgendwie zu schnell bin. Weil das Liegeblatt oben ist dann auch nicht drüben dann. Okay. Nein, man hört überhaupt nicht, dass ich gerade die Lust richtig an dem Spiel verliere. Eine wichtige Info. Zug 90. Fahrten entfallen kurzfristig. Stand jetzt gerade auf meinem Handy drauf. Hab doch keine Ahnung warum, aber stand jetzt eben auf meinem Handy drauf. Jetzt war ich unten. Jetzt war ich zumindest unten. Ich meine, wenn mich diese rote Farbe an den ganzen Sägeblättern frustrieren würde, aber... Es ist Lupus! Oder war es doch Wegener? Ja. Passierschein A38, Passierschein A39, Passierschein A... was weiß ich was. Okay, das erste Liegeblatt habe ich überstanden. Das zweite nicht.
doch nicht mehr normal. Okay, ich bin bei 7 oben. Jetzt gucken wir mal nach. Drückerkarte. Ja. Ich darf 18 haben. Das heißt, ich kann mir Zeit lassen. Okay. Ich sag nichts. Achso, ja, ich muss ja direkt beim ersten durchgehen. Das hat an der rechten Hand rechten Wand gehangen. Warum springen? Warum stoppen? Okay, es irritiert mich jetzt, dass der Super Meat Boy kurz weg ist. Seht ihr das? Der verschwindet einfach kurz. Ihr müsst doch nicht das vernünftig steuern! Wenn ich noch nicht mal sehe! Hallo? Was soll der Scheiß? Super Sheetboy oder was? Oder Super Bugboy? Nicht Bugboard, sondern Bugboy heißt er in Zukunft auf Schiffen, ne? Wie soll denn das gehen? Soll ich jetzt auch noch raten, wo der ist? Ich meine, ich müsste wahrscheinlich nur auf Karte zurück in das Level neu starten, aber... Was soll das? Na komm, den Spaß gönne ich mir noch 2 Minuten. Aber, was? Ich bin dafür, dass ich da nicht sterbe, weil man sieht mich nicht, also kann ich auch nicht sterben. Was nicht da ist, kann nicht sterben. So. Und wieso springt der verdammte Scheißkerl nicht? Natürlich Doppelsprung jetzt! Wie reagiert der denn? Wenn Sie mal wieder richtig schreien wollen, spielen Sie Super Meat Boy. Schreigarantie vorprogrammiert. Garantiert besser. Also. Ach, Schreien vorprogrammiert. Na komm, ich probier's noch 3 Mal. Das ist das erste Mal hier. Zweite Mal, so, das letzte. Und dann, na, das lasse ich nicht durchgehen.
Gut, wäre zwar schön gewesen, aber ich, ja, bis zum nächsten Mal.